Hallo, liebe YouTuberinnen und YouTuber. Heute möchte ich euch eine Taschenlampe vorstellen von der Firma Hodo. Ist auch hier in China hergestellt. Ich denke, es ist kein Billigprodukt. Das sieht man ja schon an dem Preis, den ich euch dann auch mal mit einblenden werde. Das ist, was mir gefällt, ist eigentlich schon mal das Design. Sieht sehr gut aus, finde ich. Haben sie gut gemacht, die Leute da. Mit dabei ist eine Bedienungsanleitung. So. Dann packen wir es mal aus. Was noch mit dabei ist, ist so ein Ladekabel. Ja. Und es ist hier so eine Manschette dabei, ja, die kann man hier abmachen. So. Hier so eine Magnethalterung. Am Ablösen. Ja. Und hier ist das fürs Ladekabel. Hier kann man es aufladen. Alles kein Problem. Okay. Gut. Wer jetzt sagt, das Licht ist zu hell, das kann man auch noch mit der Manschette hier verdunkeln. Ja, wir können es mal kurz anmachen. Ja. Ja, hier wird es angeschaltet. Einmal ist es hier. Noch einmal wird es dann stärker. Und dann geht es aus. Kann man auch machen. Ja, wie man will, ist auch möglich. Ja, es würde jetzt selbst hier an der Pistole gehen. Ja, wenn man mit einer Pistole spielt, sollte man vorher immer die Sicherheit beachten. Sicherheit beachten heißt Magazin entfernen und schauen, ob das Patronenlager frei ist. Ja, dann das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man mit einer Pistole hantiert. Man könnte auch jetzt die Taschenlampe hier an die Pistole befestigen. Ja, ist auch kein Problem. Geht auch. Hm? Ja. Okay. Ich denke mal, das ist eine schöne Idee, ist auch formmäßig, also die Formgestalter, die Hersteller, die haben sich da was einfallen lassen. Ja, mit den Griffen hier oben, ganz gut. Was man noch vielleicht sagen kann, die Länge der Taschenlampe beträgt so 20 cm, ja, etwa 20 cm. Der Durchmesser, würde ich sagen, 3,5 cm, ja, 3,5 cm, 4 cm. Ist der Durchmesser. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von der Sache her ist eine Bedienungsanleitung dabei. Ich habe sie nicht gelesen, denn es erklärt sich alles hier von selbst.